It's my life. It's my life. Und damit herzlich willkommen. Heute gibt's mal Have a Good Fly, denn ich fliege heute zu meinen Großeltern nach Antalya. Joa, die Koffer sind schon aufgegeben und da ist ein und schön Parking. Die Koffer sind schon, wie gesagt, aufgegeben, ne? Und dann geht's heute nach Antalya. Wir haben jetzt 17.37 Uhr. Mein Flug geht um 20.25 Uhr. Also noch jede Menge Zeit. Ich mache heute zum ersten Mal meinen ersten Nachtflug. Also ich werde so um 1.30 Uhr so in Antalya ankommen. Ne? Und dann freue ich mich schon auf meine Großeltern. Und ihr werdet dann auch in den nächsten Tagen mehr dann über Antalya sehen. Ich freue mich. Arrivederci. Und zinn ab! So Leute, bin jetzt durch die Sicherheitskontrolle gegangen und hier gibt es immer so große XXL-Sachen. Ui. Ja, ne? Sind aber noch zweieinhalb Stunden, bis mein Flugzeug losgeht. Ui, Jack Daniels. Ja, dann sehen wir uns noch mal später, würde ich sagen, ne? Ciao. So, jetzt schön so Salami bestellt mit so, hier so Soße, also Butter und noch so eine Soße, keine Ahnung, was das ist. Und noch hier so Wasser. Nice. Leute, herzlich willkommen jetzt zu Tag 1 meines Türkei-Urlaubs. Ja. Ich bin jetzt hier zu Hause, ist ein bisschen abgelegener hier bei meinen Großeltern. Aber ist sehr heiß, wir haben jetzt schon, glaube ich, so 35 Grad oder so. Heute ist also Tag 1 meiner Türkei-Reise. Heute geht es wahrscheinlich auch ans Meer schon mit meiner Tante und allem. Also eine gute Unterhaltung. Dann würde ich jetzt sagen, Tag 1 Türkei. Film ab! So, ich habe jetzt eben kurz meine Dusche genommen, ne? Und jetzt bin ich einigermaßen frisch, weil ich sehr wenig geschlafen habe. Ich habe, glaube ich, nur 2-3 Stunden geschlafen und im Flug nochmal 2 Stunden. Deshalb habe ich das jetzt gemacht, um wach zu werden, ne? So, Leute, ich bin jetzt auf dem Balkon hier, schön, ne? Und in einer halben Stunde geht es dann los zur Verwandtschaft, ne? Zu meiner Tante. Und dann geht es am Nachmittag ans Meer, weil ich will möglichst nicht in der Mittagssonne, weil da wird es am heißesten. Wir haben ja jetzt schon richtig heiß, also das könnt ihr gar nicht vergleichen, ne? Dann bis später. So Leute, ich war jetzt bei meinen Verwandten, ne? Das war schön und später gehen wir mit denen dann noch ans Meer, ne? Schön in die Wellen schlagen. Das wird sehr, sehr nice. Also bleibt dran, bis später. So Leute, jetzt geht's zum Meer. Ja, ich freue mich schon mega. Wird schön in die Wellen erstmal gesprungen, alles. Mehr dazu seht ihr gleich. Ich kann einfach nicht mehr schlafen, ne? Und ich kapiere es nicht, weil ich habe heute gestern ja zum ersten Mal wieder den Muezzin gehört.
wer singt. Ich verstehe es nicht, dass der um 4 Uhr morgens singen muss. Weil, okay, 21 Uhr irgendwas geht noch. Das ist noch in Ordnung für die Leute, dass sie schlafen können. Aber um 4 Uhr, da schläft jede Sau. Dann, aber darum geht's nicht. Tag 2, Türkei-Urlaub, Film ab. So, Leute, wir haben ein kleines Problem. Chien. Hä? Wir haben jetzt 8 Uhr 32 und das Mikro macht erst um 10 Uhr auf. Da müssen wir jetzt noch so eine Stunde warten. Geil. So, Leute, jetzt geht's ab zum Mikro. Danach geht's in die Innenstadt mit dem Bus. Dann wird schön Döner gegessen. Und danach geht's ab zum... mit der Tram irgendwo hin, keine Ahnung. Also, jetzt ab zum Mikros. So, Leute, jetzt hier im Mikros gewesen. Ich kann für euch jetzt nicht so viel filmen, weil die Türken sehr eingenommen sind, wenn man jemanden filmt. Also Datenschutz und alles, ne? Jetzt geht's aber mit dem Bus in Richtung Innenstadt. So, Leute, jetzt hier ein türkischer McDonald's Busfahrt war der Horror. Da war so viel los, ne? Jetzt bin ich hier in einem türkischen McDonald's. Ich habe mir 900 Chicken Nuggets mit Fett Pommes bestellt. Und gleich fahre ich noch mit der Tram und danach geht's wieder nach Hause, ne? Also, bis später, ich melde mich. Jetzt geht's los mit der ersten Mal mit der Straßenbahn zu fahren. Da ist sie. Und jetzt geht's rein. Und jetzt kommen wir am Airport an. Die haben wir, glaube ich, ein bisschen Aufenthalt. Wieder zu Hause. Ich habe mir jetzt auch ein bisschen Wasser in der Innenstadt geholt, ne? Aber ich bin echt zu müde. Wir haben jetzt nicht die alte Tram wie üblich, wenn wir nach Hause jetzt fahren würden, genommen. Wir sind jetzt mit dem Taxi gefahren. Dann sehen wir uns später nochmal. Ciao, ciao. Guten Morgen, liebe Freunde. Tag 3 meines Türkei-Urlaubs. Jetzt geht's heute in den wohlersehnten Aquapark. Viel Spaß mit über 50 Rutschen. Es lohnt sich da in Antalya hinzugehen. Ist auch nicht weit von unserer Wohnung entfernt. Nur 10 Minuten. Ne? Ich wünsche euch viel Spaß. Tag 3, Türkei-Urlaub. Muss man gar nicht viel reden. Film ab! So, Leute, jetzt geht's gleich endlich in den Aquapark. Wo noch mein Cousin ab, den der ist etwas älter als ich und dann jetzt zum Aquapark. Wir haben jetzt 10.15 Uhr. Der hat schon auf seit einer Viertelstunde. Zwischen 10 und 18 Uhr hat er auf. Das Problem ist, auf Google steht halt, morgen ist Bayram bei uns. Und am Vortag ist ja auch schon so wie ein Feiertag, ne? Und da steht auf Google abweichend vom Plan, also die Öffnungszeiten abweichend vom Plan wegen dem Bayram. Also da müssen wir mal schauen. Ich glaube nicht, dass die geänderte Öffnungszeiten hat, aber das muss man dann schauen. Dann wünsche ich euch noch viel Spaß jetzt, ne?
So Leute, ich bin ja jetzt wie gesagt im Wasserpark. Und ich habe mir hier jetzt was bestellt, ne? Tomate und alles. Aber für so ein großes Stütze finde ich es echt wenig Pommes. Aber schmeckt gut. Ich gebe eine 7 von 10. Guten Morgen, liebe Freunde. Oder besser gesagt, guten Mittag. Sorry, dass ich mich nicht am Morgen schon gemeldet habe. Heute ist ja Bayram, ne? Und deshalb, weil Verwandte kamen als erstes und sucht das auch nicht. Und der Musen singt schon fleißig, vielleicht hört ihr es. Jetzt haben wir 13:09 Uhr. Ich habe von gestern vom Aquapark einen leichten Sonnenstich. Dieser Tag wird aber sehr kurz werden, weil ich nur chillen werde und vielleicht später noch ans Meer gehe. Deshalb würde ich sagen, lass mich mal rechnen. Tag 4, Türkei-Urlaub, Film ab! Ja, Leute, Tag 4 war ziemlich kurz, ne? Eine Aufnahme habe ich gemacht. Guten Morgen, wir schreiben heute den 5. Tag. Ja, das Einzige, was ich gemacht habe, war rumchillen und ein bisschen Geld vom Bayram eingesackt. Ne? Heute ist Tag 5 und wie die Folge heute heißt, Tram 2.0. So. Und ihr wisst wahrscheinlich schon, was das heißt. Ich war heute nochmal mit der Tram. Letztes Mal sind wir ja nach Hawalny, keine Ahnung, wie es ausgesprochen wird, aber halt zum Airport gefahren, ne? Heute fahren wir erstmal mit dem Bus da zum Strand, dann mit dieser alten Straßenbahn in die Innenstadt, dann jetzt mit der Linie 2 zu Expo und wieder zurück und nach Fatih. Auf dem Rückweg in Richtung Innenstadt wieder gucken wir da ein bisschen in der Innenstadt nochmal rum. Und dann geht's wieder an den Strand, wo wir dann mit der alten Straßenbahn wieder zurückfahren und mit dem Bus wieder zurück. Das Ganze wird locker so 5-6 Stunden dauern. Später gehe ich noch zu meiner Tante, denn die kocht heute für uns Abendbrot. Also, ich würde sagen, Tag 5 meines Türkei-Urlaubs. Film ab! So Leute, jetzt in Müse, aber wir fahren nicht mit der. Wir fahren zusammen, liebe treue Zuschauer, wir fahren mit der. Für eine Stunde kommt die Bahn, die historische. Und mit der fahren wir, glaube ich, ist hier oder so, ich weiß nicht wohin, keine Ahnung. Aber viel Spaß beim Zugucken. Bis später. Hallo Leute, ja, wir mussten Tag 6 leider auslassen. Ich erzähle euch kurz mal, was passiert. Ich war gestern ja bei meinem Onkel und mir war richtig schlecht, also mir ging es gar nicht gut. Deshalb konnte ich nicht so viel aufnehmen. Heute ist eher ein bisschen chillen angesagt. Ich war heute Morgen schwimmen. Also heute ist wieder ein bisschen chillen angesagt. Würde ich sagen, es wird wieder ein kurzer Tag 7. Deshalb würde ich sagen, Tag 7, Film ab. Hallo Freunde. Hier ist The Train Lights. Ja, wie soll ich es ausdrücken?
4 oder 5 Tage habe ich mich jetzt nicht gemeldet. Das hatte einen speziellen Grund. Ich hatte die übelsten Kopfschmerzen der Welt. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Die ersten 2 Tage habe ich weggehütet. Die wurden auch nicht besser. Ich erzähle euch einfach mal, was so alles passiert ist. Also die ersten paar Tage waren richtig langweilig. Also da habe ich auch nichts Sonderwertes gemacht. Ne? Am 12. Tag war ich nochmal im Aquapark und dann war ich nochmal bei meinen Verwandten eingeladen zum Essen, ne? Lecker! Und am 13. Tag, also gestern, da war ich nochmal bei der Bank und habe ein bisschen Stadtbummel gemacht. Und heute, meine Damen und Herren, ist der 14. Tag. Und ich habe schon am ersten Tag gesagt, 2 Wochen. Und wer jetzt schlau Mathe rechnen kann, der ist im Vorteil, denn 14 Tage sind gleich 2 Wochen. 2 Wochen hier im wunderschönen Antalya sind jetzt um. Und ich würde mal sagen, heute geht's wieder zurück nach Quickborn. Endlich. Und dann würde ich sagen, letzter Tag, wieder Urlaubsende. Tag 14. Film ab! So Leute, jetzt sind wir hier. Wieder Boys. Jetzt geht's zurück nach Hamburg. Endlich. Wieder. Sitze ich auf der Stelle? Und, ja, ich freue mich schon mega wieder auf meine Familie hier. Und dann sehen wir uns doch mal beim Start. Viel Spaß jetzt gleich beim Start.